Und das Schlimme ist, diese Bogenschützen, die Waldläufer, verstecken sich einfach da in meinem Huhngras. Und nein, das ist nicht das hohe Gras von Pokémon. Das ist was anderes. Auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, aber das ist so. Das ist so. Viel lustiger finde ich aber gerade. Ich habe jetzt hier nochmal. Das passiert jetzt vielleicht nicht so im Spiel, aber. Ich habe jetzt hier gerade ja Old City laufen für die Voice-Spur, um mir euch diesen spannenden epischen Kampf hier zu kommentieren. Habe ich immer geguckt bezüglich Einstellungen direkt hier von Windows. Zeig mal hier nochmal die Verstärkung rauskommen. Aber da habe ich keine Anzeige. Also, Old City nimmt auf, Stück raus, aber das Windows-Ding nicht. Hey. Und ja, wieder zurück zum Spielgeschehen. Oder auch nicht. Ich guck erstmal hier, wie weit meine Schlachtfassasten dort sind. Yay. Auf jeden Fall Ork produzieren, Ork produzieren. Das ist sehr wichtig. Denn hier unten sieht man ja, habe ich jetzt das Lager fast schon zerstört. Zwar aber die Truppenzahl, vor allem die der Trolle, ganz schön dezimiert. Zumal da ja noch Truppen nachkommen, die ich und auch töten muss. Und auch wenn die immer sagen, leichte Beute. Ja gut, für die ganze Trollarmee da auf 3. So schnell Taste 3, wie man eben gesehen hat, oben drüber mit kleinen Zahlen. Oh doch, die rennen. Jetzt bleiben sie stehen, weil das Gebäude so ist, was sie angreifen sollten. Das ist mal ganz praktisch, wenn man will, dass wir schnell irgendwo hingehen, dann muss man beim Rennen. Man darf auch nicht vergessen, wenn die tot sind oder kaputt sind, dass man dann sagt, hier, dahin. Weil sonst hat man ein kleines Problem. Also, ja, das wäre dann schon ärgerlich, nämlich. Also, ne? Warum brauche ich denn nichts? Ah, doch, jetzt brauche ich. Und auf jeden Fall, meine Armee ist eigentlich so übertrieben groß. Aber schwach, weil die alle immer sterben. Aber was soll ich machen? Ich krieg's nicht hin, dass die überleben. Das ist einfach nicht möglich. Auf jeden Fall erstmal noch Rohstoffproduktion und brauche ich da? Schmelzofen, Upgrade-Kosten verringern. Haben wir hier noch einen Holzfäller. Und dann da oben das eine Gebäude noch. Lager, wie auch immer. Was schlimm ist, da genau, der kommen sie wieder von unten. Ja, die muss ich auch wieder abfangen. Das ist ewiges Hin und Her hier. Weiß gar nicht. Ach, da gehe ich nur mit den Trollen hin. Ja, genau, rennt mal. Feind greift an? Ich greife den Feind an. Ich habe gerade immer so fiese Ausschläge hier in meiner Aufnahme. Ich weiß nicht, woher die kommen. Das ist wir können nicht mehr bewerten. Ja. Ein bisschen pingelig, würde ich mal sagen, ne? Also, sowas Pingeliges, das geht gar nicht. Das ist schon krank. Ich nehme jetzt einfach mal zurück so ein bisschen. Hoffe ich, dass ich trotzdem nicht laut rede. Das Spiel ist nur knacken. Scheißdreck. Ich schneide hier wahrscheinlich raus. Wäre schlau. Und die nächsten Truppen über den See. Ne, erstmal hier noch alles kaputt machen und ausbauen. Wo greift der Feind schon wieder an? Hoffentlich nicht meine Lager. Das wäre gemein. Das wäre so gemein. Zum Beispiel, ich gerade da unten quasi alles erobert habe, bis auf die große Festung. Da bräuchte ich eigentlich Katapulte für. Bräuchte ich den da keine? Och, doch, das Tor ist noch offen. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich gleich mache. Ich flame aber nicht. Ich fäll erstmal ein paar Bäume.
aber das kann ich auch schon mal sagen, wo ich hasse eine Katapulte. Das ist einfach. Man kann jetzt nicht sagen, das ist einfach nur. Weil. Ja, sehe ich ja nachher. Das muss man sehen, was sie machen. Das, oder man hat schon gesehen, ich habe mich schon darüber aufgeregt. Also, müsst ihr überlegen, in diesem Folgen hier. Also, glaube ich sowieso nicht in den Folgen, wenn da allgemein irgendwann mal ein Let's Play. Du trägst gleich ein blaues Auge, wenn du weiter solche Scheißsprüche machst. Ich drücke das rote Auge. Ja, ja, schon klar. Ja, meine Trolle machen richtig wunderschön rein, aber diese scheiß Elben da hinten. Wenn man die selber spielt, ne? Okay. Richtig schön. Also nicht die Elben, das geht ja nicht in den ersten. In Herr der Ringe, Schlacht Mittelerde 1. Aber wenn man die halt sich hervorrufen kann, das ist dann schon. Hat schon was, aber. Das fiese ist, man. Ich kann nur Ballrock landen, aber das dauert noch eine Weile. Ich glaube 20 Ringpunkte oder so brauche ich. Das heißt, ich brauche noch 11. Ja, 10,5. Das ist trotzdem schon eine Nummer, 10,5. Muss man erstmal haben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Mauer gehe, Katapulten. Aber ich muss halt immer wieder ranrennen und die Truppen töten. Aber ich sehe schon, meine Nachhut kommt. Die Nachhut. Aus Mordor direkt quasi. Und noch jung. Ja, nee, aber eigentlich hauptsächlich jung. Jung und unerfahren. Obwohl die Älteren da, die haben auch nicht gerade mehr drauf. Also. Die nimmt sich schon nichts. Die nimmt sicher nichts. Ach genau, ich habe da auch schon Katapulte. Nee, ich habe Rammen gerade gebaut. Denn ich hasse ja Katapulte. Denn jetzt erzählt es einfach. Aber erstmal mache ich Licht. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. ja. Aber ich wollte ja eigentlich was über Katapulte erzählen, denn die schießen einfach irgendwo hin, wo gerade Gegner sind und. Das ist zwar toll, die schießen. Das ist die einzigen Truppen, die schießen, aber auf alles. Das heißt auch auf eigene Truppen. Und da mache ich auch Damage auf meinen eigenen Truppen. Ich glaube, das hatte ich schon, als ich nicht Minas Tirith, sondern die andere Stadt angegriffen habe. Mir fällt gerade den Namen nicht ein. Oder doch Minas Tirith, genau. Minas Tirith war es gewesen. Jetzt hoffe ich, dass der eine Troll da gleich einen Ork fressen kann. Aber die Truppen, die da jetzt stehen, das sieht einfach so viel aus an Truppen. Ich habe so eine Streitmacht eigentlich. Ich habe ja meine Kommandeurspunkte komplett voll ausgeschöpft. Aber trotzdem irgendwie, ich komme da irgendwie nicht so vor. Vielleicht noch kurz irgendwie Escape-Leute, ich bin irgendwie auf den Dingens gekommen. Nee, der ist gemacht. Ist klar, ja. Ist klar, ja. Ah! Jetzt weiß ich, was das für Geräusche sind. Ich spiele gerade mit meinem USB-Stick von hier, tue ich mir lieber weg. Ich habe das gerade alles im. Wenn man spielt, hat man ja immer die Maus in der Hand. Aber jetzt, wenn ich jetzt so gucke und einfach nur sehe, wie die Orks einfach da am Ablösen sind, meine Trolle fast tot und. Ich brauche einfach was zum Fummeln quasi. Ja, wenn ich mich so selbst reden höre, quasi, das ist. Da fällt mir auch nicht zu einem, wann ich. Das nächste Spiel ist ja quasi genommen. Oh, das ist so unerträglich warm hier. Sieht man ja auch hier im Game, das ist auch warm, überall trockene Landschaften und so. Also das ist. Im Grunde sollte ich ja das vielleicht immer nachvertonen, denn ich habe das Gefühl, ich bin weitaus gesprächiger, also ich erzähle mehr. Auch witzig zum Spiel ist, aber in-game erzähle ich ja relativ wenig. Ja, weil ich mich halt darauf konzentriere.
Auch wenn ich dann trotzdem verliere. Aber... ja, das ist halt so immer diese Mischung beim Let's Play, ne? Zwischen, man nimmt auf und konzentriert sich darauf, was man sagt und wie man es erzählt und alles. Aber man muss halt auch das Spiel spielen. Das darf man nie vergessen. Und... warum greife ich ihn da nicht an? Beziehungsweise, warum greife ich nicht mal langsam die Katapulte da und auf den Türm an? Es ist... ich warte einfach, bis sie mich da kaputt schießen. Feind ist in meinem Lager? Was? Ja, du kommt ja wieder von irgendwo mit irgendwelchen Katapulten her, ist klar. Da unten kommen wir auch kaum hin. Hier müsste ich ja einmal komplett da lang laufen mit den ganzen Truppen, die jetzt hier quasi die Front verteidigen müssen. Das ist so, es ist ein Hin und Her hier. Also das, ja, es ist was schön, wenn es nicht ganz so leicht ist, aber so anspruchsvoll wie diese Map hier. Das ist also. Ich spiele, glaube ich, immer auf Mittel. Es gibt auch noch Hard. Wenn die KI dann noch besser ist. Genau, erstmal Trolle nach. Doch Trolle nachbauen. Denn meine Kommandospunkte sind schon ganz schön wieder frei geworden. Und Orks natürlich. Immer schön Orks produzieren. Ohne Lager sind wir verloren, ja. Ich bin auch Mittlager verloren, wie man ja sieht. Oh, eine Ramme. Ich schicke euch jetzt erst auf die Ramme nach vorne und. Doch. Ich schicke die Ramme ernsthaft nach vorne und die anderen Truppen nach hinten. Ich bin. So schlau. Eine ist schon kaputt. Eine Ramme. Naja, immerhin treffen. Die Katapulte nicht. Immerhin. Aber in einer Vorposten, das Lager ist schon komplett kaputt. Ja, genau. Steht daneben, macht nichts und lässt sich von einem anderen Katapult töten. Statt dass ihr einfach mal angreift, den Trollen des Katapulten. Nein. Zieh erstmal alles wieder zurück. Ah, Katapulte. Katapultvorteil ist natürlich, die müssen diese machen und machen dann ordentlich Damage. Yay. Ach, ja, hier, hier. Wenn ich das so sehe. Das ist ja. Oh, noch ein Katapult. War das erste. Leise jetzt. Ja, du, ich laber so viel wie ich will, ey. Sie sehen uns doch eh. Und Rohstoffe kann man nie genug haben auf einmal 76. Was? Auch wenn man gut 77.000 hat. Ja. Ja. Ich nehme irgendwie gerade ganz komisch auf. Ich kann die Lautstärke komplett nicht regeln. Aber nicht gut. Egal. 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 Was nicht soll, das soll nicht. Ich muss auch so leise sprechen. Keine Ahnung, wann das liegt, ob es Magix liegt. Das Magix hier schon wieder. Magix spinnt sowieso gerne rum. Oh, das Tor ist immer noch offen. Rein da, Junge, rein! Stattdessen ziehe ich erstmal alle Toten zurück. Oh. Und deswegen sieht das jetzt auch gerade noch ein wenig in mir. Trotz, dass die 30. Spielminute endlich schon geschafft ist. Nachspielzeit gibt es natürlich auch. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich in der neuen Aufnahme hier noch kurz weiter spielen musste. Ich sage jetzt einfach mal eine Minute nichts ab jetzt.
war ein Spaß. Halbe Minute reicht. Wie man sieht, ich hatte da eben gesehen, ich habe einen Troll Level 2. Und sobald irgendwas gelevelt ist, ist es quasi bei mir instant tot. Ne? Die Frage ist quasi, wieso ich überhaupt noch zulasse, dass Sachen gelevelt werden. Zumal gehe ich doch mit meinen Trollen rein. Komplett. Und die stehen so unter Beschuss von den Türmen. Ja, siehst du, bitte. Der erste Troll ist schon tot. Der Level auf war. Der Vorteil natürlich, dass die Orks sterben, die in Level hoch sind. Ich kann neue Orks bauen, die auf der Level direkt und dann sagen, yay, Punkte für die Entwertung. Sind das meine oder gegnerische Katapulte? Gegnerische. Und wie aber mal alles von mir kaputt. Mal. Meine Trolle, die machen einfach schön alles kaputt. Ich will noch zur Zitadelle gehen oder irgendwas, was auf mich schießt. Gehöfte? Sind wichtiger. Denn die produzieren Rohstoffe. Ja, ist klar. Oh, Nachschub. Geil, Nachschub. Zumal das auch ja, relativ viele halbe Kommandopunkte komplett voll. Oh, was steht denn da noch? Ein Troll, zwei. Beziehungsweise jetzt einer. Und da können wir noch ein bisschen Damage machen. Das ist so genial. Und jetzt ist das Tor zu. Aber ich habe Katapulte. Die Katapulttaktik vom Feind. Die ist nicht ganz so pralle. So ist es, die halt geschossen haben. Und meine beiden Katapulte getroffen haben. Aber jetzt halt nicht mal zum Glück nicht mal schießen kann. Und die nächsten Katapulte waren jetzt kaputt. Yay, wusste ich doch. Das ist. War wieder sehr, sehr, sehr. What the? 20 Katapulte sind das doch mindestens. So krank. Boah. Ich meine, es sind 30 Grad hier im Wohnzimmer. Und dann aufzunehmen. Also jetzt ist es zwar nur Voice, aber. Ist schon gemein, aber. Hälfte haben wir ja fast. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist oder so. Aber. Nö. Müsste so fast Folge 23 schon sein. Ich kann hier mal hier nebenbei was gucken. Um.